Vergangenen Freitag treffen wir Rennfahrerin Sophia Flörsch in Zeewolde in den Niederlanden. Hier bespricht sie mit ihrem Team das nächste Rennen in Macau. Es ist eine Strecke, die gemischte Gefühle in ihr weckt. So we have this data, this video, and also we have you from you on board of my team. Yeah, but 19 was my first time in the car. Yeah. Yeah. 18. November 2018, Macau. Der Moment, der Sophia Flörsch fast das Leben gekostet hätte. Beim Training im Simulator fährt sie die Strecke nach, auf der sie damals den Unfall hatte. Ich hatte noch nie ein Problem, über den Unfall zu reden, wurde von Tag 1 an damit konfrontiert. Für mich ist es halt dahingehend ein bisschen nervig, weil es halt wirklich 5 Jahre jetzt her ist und ich seit 5 Jahren wieder Rennen fahre und auch schon wieder in Macau wieder zurückgegangen bin etc. Also ich hatte damit nie ein Problem. Natürlich hatten alle Leute, die involviert waren und auch ich, ein sehr großes Glück bei dem Unfall. Der große Preis von Macau im November 2018. Die RTL-Plus-Dokumentation #RaceGirl zeigt auch Bilder von Sophia Flörsch aus den Tagen vor dem Unfall. Mit ihrem Vater und den Teamkollegen kann die damals 17-Jährige das Spektakel kaum abwarten. Sie geht als einzige Frau an den Start. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich im Simulator verbracht habe, um mich auf Macau vorzubereiten, um ganz genau zu wissen, wie die Kurven zu fahren sind. Für Sophia Flörsch ist es das erste Rennen auf dem etwa 6 Kilometer langen Kurs in Macau. In Runde 4 des Rennens dann der Crash. Mit einer Geschwindigkeit von 276 Stundenkilometern fliegt Sophia Flörsch in ihrem Auto von der Strecke. Sie prallt gegen einen Fangzaun. Stunden der Ungewissheit für Sophias Familie. Gut, für mich war eigentlich zu dem Zeitpunkt klar, dass die das nicht überlebt haben. Und dann bekommst du halt 1000 Nachrichten von Menschen, wo du vor 10 Jahren nicht mal mehr was gehört hast, weil es halt jeder nur gesehen hat. Niemand weiß zunächst, wie es um die 17-Jährige steht. Im Krankenhaus wird ein Riss in ihrer Halswirbelsäule festgestellt. 11 Stunden dauert die OP. Das waren 1000stel von Millimeter, dass es anders kommen hätte können. Und es war wahnsinnig viel Glück. Zurück in Deutschland geht es für Sophia Flörsch in die Reha. Der Unfall hinterlässt seine Spuren. Aber Sophia ist diszipliniert. Es kostet sie viel Schweiß, doch sie kämpft sich zurück. Alles soll wieder werden, wie es war. Klar sind wir uns alle bewusst, dass wir da mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Es ist natürlich ein Risikosport. Ja, da ist Respekt da, ja, aber Angst oder sonstiges überhaupt nicht. Nur knapp 100 Tage nach ihrem schweren Unfall trifft Stern-TV die Rennfahrerin bei ihrer ersten Testfahrt. Das sind unsere Autos. Wie gesagt, wir sind 2 Fahrer dieses Mal. Das rechte Auto ist meins. Das können wir aber noch nicht näher hingehen, leider, weil im Moment eben die ganzen Covers weg sind und sonst man Details sehen würde, was eben die Konkurrenz nicht sehen darf. Deswegen ist es gerade etwas schwerer, dahin zu gehen. Den Unfall in Macau lässt die damals 18-Jährige hinter sich. Sie konzentriert sich auf ihren Traum von der Formel 1. An sich liebe ich alles an diesem Sport und ich kann nirgends so sehr abschalten, wie wenn ich meinen Helm anziehe und im Auto sitze. Ich genieße jeden Moment und es zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht. Und dann geht's los. Die erste Runde in ihrem neuen Rennauto. So voll krass. Hier im Auto zu sitzen, das ist so ein Gänsehaut-Feeling, pur. Ich habe wirklich noch nie so Krümmel gehabt, das ist so hart. Das macht so Spaß, das ist so schön. Das war die 100 Tage hart gemacht. Schön. In der Doku #RaceGirl, das Comeback der Sophia Flörsch, wird die Rennfahrerin über ein Jahr begleitet.
Hier bei einem Rennen von Le Mans 2021. Sophia Flörsch, who is running second place and churning out some cracking lap times. 133.9 last time around. Catching the leader at the moment. Yeah, we get them. Yes! Mit ihrem Team Algarve Pro Racing fährt sie die ersten offiziellen Rennen nach dem Unfall und räumt ab. It's not a question of old girls, put good drivers in the car, and Sophia's proved she's a good driver. Third step of the podium for Algarve Pro Racing, Richard Bradley, Sophia Flörsch and Ferdinand Habsburg, all three of them with very good drives indeed. I suspect Sophia Flörsch is the first female driver to be on an overall podium in the LMS. Yeah, that's a good shout as well. Bereits mit 4 Jahren heizt Sophia gegen andere Jungs über die Kartbahn. Sie und ihre männlichen Vorbilder eint ein Traum. Ich möchte auch mal in die Formel 1. Nicht möchte, sondern ich will. My ambition is to get to Formel 1, definitely. Formel 1 fahren zu werden. Und an dem Traum bleibt sie dran. Unterstützend immer dabei ihre Familie. Was ist für dich das Faszinierende am Kartfahren? Dass man kämpfen kann und dass man schneller ist als die Jungs. Damals war sie das einzige Mädchen unter Jungs. Doch gegen die lernt sie sich früh durchzusetzen. Sophia hat das mit, ich sage jetzt mal, 5 angefangen. Und dann hat man schon gesehen, dass sie erstens Spaß hat und auch Talent hat. Und das kann es dann auch gar nicht mehr aufhalten. Wenn sich Sophia was in den Kopf setzt, was sie erreichen will, dann gibt es wirklich alles dafür. Für den Erfolg im Rennsport reist Sophia mittlerweile um die ganze Welt. Als erste Frau überhaupt hat sie dieses Jahr Punkte in der Formel 3 geholt. Also ich glaube, eine meiner Stärken ist definitiv so die Disziplin und der Ehrgeiz in einem Rennen. Ich war schon im Kartsport damals, als ich noch klein war, immer sehr aggressiv und habe, wenn eine Lücke war zum Überholen, die Lücke auch genutzt und nie aufgegeben. Die 22-Jährige trainiert hart. Und neben den Rennen gehört auch Sponsorenanwerben und Social Media zu ihrer Arbeit. Sie muss Geld in einer Männerdomäne verdienen. Sobald es halt um Social Media Partnerschaften geht, ist halt bei mir eine Herausforderung, dass ich eine Frau in der Männerwelt bin und Motorsport halt hauptsächlich Männer als Fans hat und ich dementsprechend auch hauptsächlich Männer als Follower habe. Also ich habe halt irgendwie auf Instagram 89% Männer, die mir folgen. Produkte, die du als Frau bewerben kannst, das funktioniert bei mir leider eben nicht. Für junge Mädchen ist sie ein Vorbild. Damals, als ich DTM gefahren bin, sind super viele junge Mädels, junge Frauen auf mich zugekommen und haben wirklich gesagt, dass sie durch mich die Liebe zu dem Sport entdeckt haben. Also das ist ja auch so, sag ich mal, ein Ziel von mir, eben zu zeigen, dass du auch Frau sein kannst und da arbeiten kannst und genauso gut sein kannst oder eben besser. Von ihrem aktuellen Sponsor wurde sie bereits ins Formel 1 Nachwuchsprogramm aufgenommen. Noch muss Sophia Flörsch sich aber in der Formel 3 beweisen. Vergangenen Freitag im Seewolde. Sophia trainiert im Simulator für das letzte Rennen dieses Jahres in Macau. Motorsport ist Leistungssport und es ist nicht nur ausdauermäßig extrem anstrengend, sondern eben auch von den Armen her, Händen. Deswegen habe ich überall Blasen, weil du keine Servolenkung hast. Bei uns ist das richtig Arbeit, das lenkt mir alles aus dem Oberkörper raus. Dann natürlich die Gehkräfte, also Nackenmuskulatur muss extrem ausgebaut sein. In 2 Tagen soll es für sie schon weitergehen. Testfahrten in Italien. Ernährung hält sich immer an Grenzen. Wenn du halt so viel unterwegs bist und halt wirklich nur 2 Tage die Woche zu Hause bist, dann ist es ein bisschen schwer, irgendwie vegan oder was weiß ich zu leben. Dementsprechend, also ich achte auf die Ernährung. Ein Toast esse ich jetzt normalerweise nicht mittags, aber man muss sich ja der Situation anpassen können. Für Privatleben und Freunde bleibt aber kaum Zeit. Es als Frau in die Formel 1 zu schaffen, ist ihr wichtiger.